Meine sehr geehrten Damen und Herren, unter dem Titel Frieden, jetzt, überall, erschien im vergangenen Jahr ein Buch, dieses Buch, mit dem Mitherausgeber, mit dem wir heute Abend auch diskutieren werden, Rainer Braun, das ein mehr als aktuelles Thema, der Titel sagt schon alles, aufgegriffen hat und das ganz in der Tradition Willy Brandts steht, das zur Abrüstung aufruft, zu aktuellen Perspektiven für eine neue Friedens- und Entspannungspolitik. Aber passt dieses Buch überhaupt in diese Zeit der internationalen Spannungen, der Wiederaufrüstungen des Ost-West-Konfliktes? Nun gibt es eine, wie ich finde, sehr positive Entscheidung in den Vereinigten Staaten von Amerika mit einer Wahl des neuen Präsidenten Biden, die aber auch erst zeigen wird, in welche sozusagen friedenspolitischen Wege dort beschritten werden können oder auch nicht. Dagegen steht das Ziel der NATO, dass jeder Mitgliedstaat 2% seines Haushaltsvolumens für das Militär aufwenden soll. Auch wir als Bundesrepublik Deutschland, als Europäer, werden immer wieder bedrängt, in Anführungsstrichen, sich diesem Ziel zu nähern, diese Aufgaben und Ausgaben zu erfüllen. Gerade hat die Kanzlerin auch gemahnt, dass sich auch Deutschland und Europa anders verteidigungspolitisch einbringen müsse, auch in einem Verhältnis mit den Vereinigten Staaten von Amerika und dem neu gewählten Präsidenten. Gibt es überhaupt Frieden auf dieser Welt oder ist es gar eine Utopie? Und wie sieht es aus angesichts der Corona-Pandemie und den immensen finanziellen Herausforderungen, die die Pandemie auch für alle Staaten weltweit bedeutet? Ist gar dieses 2%-Ziel überhaupt auch angesichts des Haushaltsvolumens realistisch? Wäre es nicht sinnvoller, 0,7% des Haushaltes für Entwicklungspolitik endlich auszugeben? Und die Frage des Friedens ist untrennbar mit der Gerechtigkeitsfrage gewiss verbunden, nämlich der Frage nach gerechter Verteilung von Ressourcen, Nahrung und Rohstoffen. Diese Fragen und mehr werden wir heute Abend mit prominenten Vertretern diskutieren. Und ich darf recht herzlich, ich habe ihn schon benannt, Herrn Braun, den Mitherausgeber dieses Buches, recht herzlich hier begrüßen. Uns virtuell zugeschaltet ist Herr Renke Brahms, er ist Friedensbeauftragter des Rates der EKD. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und als Vertreterin der jungen Generation, Hanna Reichert, sie ist stellvertretende Vorsitzende der Jusos im Bund. Herzlich willkommen, liebe Hanna. Ich darf auch recht herzlich den Mitgastgeber, Studienleiter hier der Evangelischen Akademie in Frankfurt, Dr. Eberhard Pausch, recht herzlich begrüßen, der mit mir den kirchenpolitischen Beirat der Landes-SPD leitet und der diese Veranstaltung mitorganisiert hat, hier für die Friedrich-Ebert-Stiftung, hier in dem wunderschönen Ambiente der Evangelischen Akademie in Frankfurt und der uns auch durch diesen Abend mit einer Moderation und so weiter begleiten wird. Lieber Eberhard, herzlich willkommen und danke für die Organisation. Last but not least darf ich recht herzlich Simon Schüler von der Friedrich-Ebert-Stiftung begrüßen, der hier sich jetzt auch mit einem als Mitgastgeber mit einem Grußwort anschließen wird. Ich denke, ich erwarte, es wird ein spannender Abend mit vielen Diskussionspunkten. Ich freue mich darauf und ich denke, Sie auch. Lieber Simon Schüler, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Heike, und auch von mir schönen guten Abend allen, die uns online zuschauen. Wir wollten uns eigentlich heute in Präsenz in Frankfurt treffen. Das hat aufgrund der bekannten Problematiken und Einschränkungen leider nicht geklappt. Aber auf der anderen Seite können wir auf diese Art und Weise vielleicht auch zusätzliche Gäste jetzt online begrüßen, die nicht extra nach Frankfurt sonst hätten kommen können. Insofern denke ich, trübt das unsere Vorfreude auf einen spannenden Abend nicht. Heike hat schon viel inhaltlich angesprochen. Insofern will ich das jetzt auch
gar nicht noch viel weiter ausführen, sondern mich ganz kurz halten. Ich glaube, es gibt viele ganz spannende Fragen in diesem Kontext Friedenspolitik, Entspannungspolitik in ja global ja auch sehr interessanten Zeiten, 2 Wochen nach der US-Wahl, mitten in der großen Corona-Krise, wo ja viele andere Themen auch schnell mal in den Hintergrund geraten. Wir wollen heute Abend dazu beitragen, dass das mit der Friedenspolitik nicht geschieht, sondern dass wir auch hier prominent über Lösungen diskutieren können. Auch ich begrüße im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung unsere Gäste ganz herzlich, Herrn Braun, Herrn Brahms und Hanna Reichardt. Und wünsche uns allen einen erkenntnisreichen Abend. Danke ganz herzlich der Evangelischen Akademie, Dr. Eberhard Pausch, für die wie immer hervorragende Zusammenarbeit und übergebe dir, lieber Eberhard, damit auch das Wort. Ja, vielen Dank. Nun liegt es an mir zu begrüßen. Ich tue das ganz herzlich, aber ich tue es auch sehr kurz, denn alle Personen, die hier mitspielen, die sind schon benannt worden. Also kann ich mich wirklich kurz fassen und möchte auch sehr rasch in das Thema mitten hineinführen. Heike Hofmann hat im Grunde schon intoniert. Sie hat das Buch gezeigt, Frieden, jetzt überall, vor etwa einem Jahr erschienen. Ich sage jetzt nicht den Verlag, das wäre Schleichwerbung, aber ich sage was zu den Personen, die da unter anderem Mitautoren und Mitautorinnen sind. Ich nenne ein paar Namen. Katharina Barley, Frank Psirske, Sigmar Gabriel, Michail Gorbatschow, Matthias Platzek, Horst Teltschik, Jürgen Trittin, Sarah Wagenknecht, Ernst Ulrich von Weizsäcker. Sind an die 30 Autorinnen und Autoren, die sich hier in diesem Buch geäußert haben. Und das Spektrum geht von der Linkspartei bis zur CDU. Viele aus dem Bereich Sozialdemokratie. Nun, das muss nicht verwundern, wenn man sagt, wir geben ein Buch im Geiste Willy Brandts heraus, eines ganz herausragenden Vertreters der Sozialdemokratie und eines Menschen, der in seiner Politik und in seinem Leben stets konsequent für Frieden und Versöhnung zwischen den Völkern und für Entspannungspolitik eingetreten ist. Aber dennoch, es ist nicht gering zu schätzen, dass ein solch großes Spektrum von Personen sich hier äußert, mit einer gleichen Absicht, nämlich etwas beizutragen für den Frieden in der Welt. Aber der Titel Frieden jetzt überall, Heike hat es gesagt, das kann utopisch klingen. Und deshalb frage ich den Herausgeber mal, den Rainer Braun. Lieber Herr Braun, wie kamen Sie denn dazu, dieses Buch herauszugeben? Wie kamen Sie auf den Titel? Und was war die damit verbundene Absicht? Sie müssen ins Mikrofon sprechen, lieber Herr Braun, und Sie haben jetzt das Wort. Ist an. Erstmal würde ich gern sagen, ich bin ja nicht der einzige Herausgeber. Und ich glaube, einer oder eine hätte das auch gar nicht hinbekommen. Es war wirklich ein tolles Team mit dem Michael Müller, die immerhin Staatssekretär im Umweltministerium und Vorsitzende der Naturfreunde und vor allen Dingen auch mit Peter Brandt, dessen Name ja schon ein bisschen auch für das Buch steht. Und unsere gemeinsame Arbeit hatte eigentlich folgende Gedanken. Wir haben zusammengesessen und waren eigentlich entsetzt, dass alle immer über weitere Aufrüstung redeten. Völlig, als ob es so ein Naturgesetz gibt, dass der Rüstungsetat immer steigen muss. Da haben wir gedacht, wir wollen doch einmal versuchen, die zusammenzubringen, die sich kritisch dazu äußern oder mindestens nachdenklich dazu äußern. Und das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Parallel dazu hat sich in enger Zusammenarbeit mit führenden Gewerkschaftern die Initiative Abrüstung jetzt mit der Unterschriftensammlung für Abrüstung entwickelt. Heute 175.000 Unterschriften, kann immer noch sagen, es könnten deutlich mehr sein, aber immerhin ist es die größte Unterschriftensammlung der letzten Jahre, die es im friedenspolitischen Bereich gegeben hat. Und auch da gab es die Debatte, muss man nicht das eigentlich mal argumentativ untermauern? Und dieses führte dann zu der Überlegung, dass wir sagten, ja,
Abrüstung muss wieder ein gesellschaftliches Thema werden. Und dazu müssen sich Menschen zusammenfinden, die für gesellschaftliche Vielfalt und Breite stehen, die für die historische Sozialdemokratie mit ihrer Friedenspolitik steht. Die steht für die Fragen, dass Umwelt und Frieden immer zwei Seiten einer Medaille gewesen sind. Dass Entwicklungspolitik undenkbar ist ohne Abrüstung. Wer soll die Sustainable Development Goals denn bezahlen, wenn nicht durch Abrüstung? Dass wir die Gedanken von Friday for Future brauchen. Militär ist der größte Umweltverschmutzer. Also wenn das Pentagon ein Staat wäre, würde es an Platz 47 vor Schweden und Portugal stehen mit den Emissionen, die es verpulvert. Und das führte zusammen zu dieser Idee, wir versuchen es mal. Und ich muss dann sagen, wir waren alle überrascht. Vielleicht haben wir ja einen Punkt getroffen. Die Bereitschaft zum Mitmachen war ungeheuer groß. Und für mich symptomatisch, diese Bereitschaft macht sich für mich als ein politisch Linken natürlich an den Namen Taycheck fest. Dass Horst Taycheck als Minister im Kanzleramt den Gedanken der Entspannungspolitik so darstellte, zeigt doch, dass auch er die Situation sehr ernst nimmt. Und das war unser zweiter Punkt. Wir wollten auf die Ernsthaftigkeit der Situation aufmerksam machen. Deswegen auch dies Jetzt. Das Jetzt soll einfach deutlich machen, wir brauchen Frieden jetzt gegen diese Konfrontationspolitik. Wir brauchen eine Alternative dazu. Und der dritte Gedanke überall ist vielleicht ein bisschen eine Absage des Eurozentrismus der Entspannungspolitik der 70er Jahre. Jawohl, das war großartig, dass Willy Brandt das hingekriegt hat. Und wir sind ja auf der Straße gegangen. Ich war damals Schüler und Student für Willy Brandt und gegen Herrn Barzel, der ihn stürzen wollte, für die Entspannungspolitik. Aber heute muss man doch Frieden, glaube ich, genauso global denken wie andere Fragen. Ein Frieden in Europa ist undenkbar ohne Friedensprozess, auch in anderen Teilen der Erde. Entspannungspolitik heute denken heißt Entspannungspolitik global denken. Und auch zu überlegen, was heißt eigentlich Entspannungspolitik für solche Bereiche wie den südasiatischen Raum. Wie heißt es für Zentralasien? Was heißt es, was heute wir immer Nahostkonflikt nennen, was ich lieber Westasienkonflikt nennen würde, um es richtig geografisch einzuordnen? Und dieser Gedanke sollte auch mit einer Rolle spielen. Und deswegen haben wir diesen Gedanken des Überalls mit in das Buch hineingebracht. Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf Wahrheit, es erhebt nur einen Anspruch auf Nachdenklichkeit und einen Anspruch auf Ansporn zu weiteren Aktivitäten. Und wenn ich das nochmal fortspinnen kann, hat sich das ja jetzt auch umgesetzt in die Fortschreibung unserer Initiative Abrüsten Jetzt. Wir haben jetzt den Kreis derer, die dort im engeren Arbeitsausschuss mitarbeiten können, über den Kulturrat, über den Deutschen Bundesjugendring, über die ehemalige Vorsitzende der Welthungerhilfe erweitern können. Das heißt, es hat gewisse Früchte getragen. Und wir hoffen, dass es uns gelingt, mit dem Buch und den vielen anderen Aktivitäten, Abrüstung wieder zu einem gesellschaftspolitischen Thema zu machen, an dem Auseinandersetzungen gemessen werden, an dem Kontroversen geführt werden, und dass vielleicht auch ein bisschen stärker als bisher die Debatte um die nächste Bundestagswahl und eine neue Regierung beeinflusst. Vielen Dank, lieber Herr Braun. Das war ein sehr präziser Impuls, der meine Fragen ja in der Tat sehr gut beantwortet hat. Ich füge nur als Fußnote hinzu, Peter Brandt, es ist nicht bloß eine Namensähnlichkeit, eine zufällige. Für uns ist das klar, die wir Sozialdemokraten sind, aber es ist wirklich der Sohn von Willy Brandt, einer der Söhne. Andere sind dann Matthias Brandt, der ist ja Schauspieler. Aber er ist eben Historiker und in der Wissenschaft auch verankert und hat das mit großem wissenschaftlichen Elan dann mitbetreut, dieses Projekt. Und er steht für eine ganz wichtige Initiative, die Initiative, die ich mal als Schwesterinitiative bezeichnen würde, die heißt Entspannungspolitik Jetzt. Und diese beiden Initiativen sind ja auch so, sagen wir so, der argumentative Grundpfeiler des Buches. Damit haben wir die Säulen und um diese Säulen rankt sich dann eben ganz, ganz vieles weitere. Die wir hier in Frankfurt leben, nicht nur in Frankfurt, in anderen Städten ist das ja auch der Fall, kennen das immer mal wieder, dass eine Fliegerbombe entdeckt wird im Main oder sonst irgendwo in irgendeinem Stadtteil und dann muss geräumt werden. In Corona-Zeiten ist das gar nicht so einfach, ne?
wenn da Menschen in Quarantäne sind und dann müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden für die Räumung, aber das passiert immer wieder. Und das heißt, 75 Jahre nach Kriegsende liegen noch diese lebensbedrohlichen Bomben hier auf dem Gelände unserer Stadt, auf dem Gelände anderer Städte und ja, sie bedrohen Menschenleben, sie verpesten die Umwelt. Es ist wirklich, wenn man sich das klar macht, das ist schon bedrückend. Herr Braun, ich gehe mal weiter und frage Sie, wie ist die Resonanz auf Ihr Buch bisher gewesen? Wie verkauft sich's? Wie wird's gelesen? Und hat's denn politische Wirkung auch erzielt bisher? Also der Verlag ist ganz glücklich, ich nicht. Ich hätte mir mindestens die doppelte Anzahl verkauft. Aber wir wissen doch alle, dass außer uns keiner mehr Bücher liest. Also von daher ist, glaube ich, die politische Wirkung des Buches das Entscheidende. Und so wie wir heute zusammensitzen, haben wir eigentlich das ganze Jahr überall Veranstaltungen gemacht und zu dem Buch diskutiert. Bei Jungsozialisten, bei jungen Linken, bei vielen, vielen Initiativen diesen Gedanken verbreitet. Wir haben es geschafft, das glaube ich, zum einigen Punkt zwischen Friedensbewegung, Gewerkschaften und der Renkenbrahms, so dass sicher viel besser können, auch großen Teile der Kirche wieder die Frage der Abrüstung geworden ist. Ich erinnere an den meiner Sicht nach hervorragenden Aufruf des DGBs zum 1. September, wo Abrüstung im Mittelpunkt steht. Ich erinnere an diesen Gedanken, den Verdi in die Diskussion gebracht hat bei den Streikaktionen jetzt. Ihr sagt, ihr könnt es nicht bezahlen, dann rüstet doch einfach mal ab, Herr Innenminister. Und dann gibt es Geld auch da für die sogenannten Helden, die nur Helden waren, als sie gearbeitet haben, nicht als sie bezahlt werden sollten. Und von daher ist es zum Thema geworden. Sicher noch nicht ausreichend genug. Ich würde mir noch viel, viel mehr wünschen, was in Richtung Friday for Future und das Erkennen, dass Frieden und Umwelt oder Frieden und Klima zwei Seiten sind. Wie soll denn Klimagerechtigkeit geschaffen werden, solange es zunehmend Konflikte gibt? Jeder weiß doch, dass die ersten Umweltkriege schon stattgefunden haben. Wir reden über Darfur, wir können über den Sudan reden. Und ich will auch mal sagen, meiner Ansicht nach ist auch der Konflikt, den wir jetzt in Äthiopien haben, mindestens teilweise nicht nur ein ethnischer Konflikt, sondern auch ein Konflikt um Land. Und wir haben es in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Also wir sehen diese enge Zusammenarbeit. Und wir sehen auch die Frage, wer es bezahlen soll. Woher sollen die Gelder für Sustainable Development Goals kommen? Woher sollen die Gelder kommen, um Umweltgerechtigkeit finanzieren zu können? Das heißt doch als allererstes, Armut auch zu überwinden. Das kann doch nur bezahlt werden, wenn das Geld zur Verfügung steht. Es gibt aber für ihn noch einen anderen Aspekt. Und der ist in dem Buch, glaube ich, ganz zentral. Kann sich jemand vorstellen, dass unter einem Klima der Konfrontation, also des geradezu hasserfüllten Gegenübersitzens, kann man sich da vorstellen, dass es kooperative Vereinbarungen zu Klima gibt? Dass es kooperative Vereinbarungen zu weiteren Umweltvereinbarungen gibt? Zu Biodiversity? Das ist doch, kann man nicht, also jeder politisch halbwegs erfahrene Mensch weiß das doch. Solange kein Vertrauen herrscht, keine Dialogbeziehung herrscht, sind doch alle diese Vereinbarungen auch nicht möglich. Das heißt, die Überwindung der Konfrontation hin zur Kooperation ist nicht nur ein friedenspolitisches Thema. Es ist ein Thema von globaler Dimension, um die Zukunft zu gestalten. Und deswegen legen wir ja auch so viel Wert auf diesen Entspannungspolitikgedanken. Der wirklich nicht heißt, ich will das gleich auch nochmal sagen, weil irgendwann kommt es ja doch. Das heißt, weiß Gott nicht, dass man Putin lieben muss. Es geht nicht um Putin. Es geht darum, finden wir kooperative Beziehungen zu Ländern, mit denen wir gerade nicht freundschaftlich verbunden sind. Und um es mal ganz zugespitzt zu sagen, wir sitzen doch hier mit vielen, die einen sozialdemokratischen Hintergrund haben. Erinnern wir uns doch mal an 1968. Die Panzer rollen in Prag ein. Was sagt Willy Brandt? Jetzt muss man Entspannungspolitik machen. Jetzt muss man die Verträge fertig machen und unterschreiben. Was würde man denn heute machen? Wahrscheinlich würde man doch heute nur nach Sanktionen schreien. Vielleicht sollte man sich das noch mal überlegen und sich auch die Reden von Willy Brandt auf Antwort auf diesen zu verdammend und verurteilswerten Einmarsch noch mal reflektieren, um zu sehen, dass Entspannungspolitik gerade mit dem ist, mit dem ich nicht freundschaftlich verbunden sind. Oder um es mit den Worten Willy Brandt zu sagen, mit meinen Freunden gehe ich ein Trinken, mit meinen Feinden muss ich mich zusammensetzen und den Dialog führen.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, der versucht wird, in diesem Buch zu thematisieren. Der eben einfach heißt, wir müssen immer uns bemühen, darauf zuzugehen und dann sehen, was geht. Die Entspannungspolitikverträge war ja auch nicht das Anfang der Kooperation. Vielleicht, wir Älteren erinnern uns ja noch, dann gab es es einmal 3 Tage über Weihnachten, dass man mit einem Passierschein nach Ost-Berlin durfte. Das war der erste ganz kleine Anfang, um eine Mauer aufzuweichen, um zur Entspannungspolitik zu kommen. So, und einen solchen komplizierten Weg, und jeder, der den Weg von Tutzingen, Brand und Barede an der Evangelischen Akademie bis zu seinem grandiosen Wahlerfolg 72 verfolgt hat, weiß, dass das ein schmerzhafter, komplizierter Weg immer wieder des Nachdenkens war, wie geht der nächste Schritt. Und diesen Weg wünsche ich mir jetzt auch. Diesen Weg wünsche ich mir im Verhältnis zu Russland und diesen Weg wünsche ich mir erst recht im Verhältnis zu China. Weil wir müssen gucken, wie wir auch dorthin kooperative Beziehungen entwickeln. Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Wie viel Liebe dabei rauskommt oder wie viel nur vernünftige Beziehungen dabei rauskommen. Vielen Dank, lieber Herr Braun. Damit haben Sie jetzt schon ein Programm skizziert, nämlich wie Entspannungspolitik gehen könnte. Und Putin lieben, ja, das ist etwas, was außerordentlich schwierig ist. Vielleicht im Sinne der Nächsten- oder Feindesliebe, würden wir Christinnen und Christen sagen. Aber noch intimer wird es wohl nicht werden. Ne? Aber Wandel durch Annäherung, Sie haben es erwähnt. 1963 wurde das in der Evangelischen Akademie Tutzing entwickelt, dieses Konzept. Willy Brandt und Egon Bahr waren die gedanklichen Väter, die es dann auch umgesetzt haben, als sie regierungspolitisch die Möglichkeit dazu hatten. Und Willy Brandt hat das mit einem wunderbaren Symbol bekräftigt, mit dem berühmten Kniefall von Warschau, wo er als jemand, der selbst von den Nationalsozialisten verfolgt worden war, für das deutsche Volk dann niederkniete und um Vergebung bat, in diesem Zeichen des Niederkniens. Ein wunderbares Symbol, er hat dafür nicht zu Unrecht den Friedensnobelpreis erhalten. Das macht nachdenklich. Nun, wir sind eine andere Generation als Frau Hanna Reichardt. Sie hat das nicht miterlebt. Ich weiß sehr gut, dass du, liebe Hanna, das allenfalls aus dem Fernsehen oder aus der Literatur oder aus dem Schulunterricht, hoffentlich, wenn es ein guter Unterricht war, vielleicht zur Kenntnis genommen hast, ne? Willy Brandt und seine Entspannungspolitik. Mich interessiert die Jusos in der SPD, die Jusos von heute. Wie sehen die denn Friedenspolitik? Ich weiß, du hast dich da selbst auch engagiert und ein Bereich, in dem du tätig bist und dich auskennst. Wofür steht ihr denn ein? Seht ihr das ähnlich wie der Rainer Braun? Was sind eure Ziele? Ja, du hast es, glaube ich, ganz gut gesagt. Also die jetzige Generation der Jusos hat natürlich irgendwie das politische Wirken von Willy Brandt nicht direkt miterlebt. Aber ich sehe auch schon deutliche Parallelen einfach. Also für uns Jusos ist heutzutage jegliche Außenpolitik eigentlich immer Friedenspolitik. Und auch ausgehend von Wandel durch Annäherung muss für uns Außenpolitik immer auf eine wechselseitige Anerkennung und eben immer auf das Etablieren einer umfassenden Friedensordnung gerichtet sein. Und Frieden wird von uns nicht nur als Abwesenheit von Krieg definiert, sondern das ist ganz zentral. Wir haben einen umfassenden Friedensbegriff, wo nämlich dann auch Frieden ohne ein gerechtes Wirtschafts- und Finanzsystem, ohne eine soziale Sicherung, ohne die Gleichstellung der Geschlechter oder halt auch ohne den Schutz der Umwelt oder Klimagerechtigkeit gar nicht möglich ist. Und auch zentral ist, dass für uns Frieden immer die Durchsetzung und komplette Verwirklichung der Menschenrechte bedeutet. In dem Ganzen definieren wir uns auch als antimilitaristischer Verband. Das heißt, unser langfristiges Ziel, was für viele, glaube ich, auch immer utopisch wirkt, ist eine Welt, in der nationalstaatliche Armeen nicht mehr notwendig sind. Immer noch fordern immer noch, dass bestehende Abrüstungsabkommen eingehalten und weiterentwickelt werden. Oder wir fordern auch ein Rüstungsexportgesetz, das Deutschland endlich einführen soll,
weil genau an diesen Punkten könnte Deutschland stärker Verantwortung tragen und international mehr Verantwortung übernehmen. Genauso wie bei einem Lieferkettengesetz, was Deutschland hoffentlich bald dann einführt. Für uns ist natürlich der Weg des demokratischen Sozialismus und damit auch die Demokratisierung aller Lebensbereiche auch im internationalistischen Bereich total zentral. Also das heißt, die Demokratisierung und Stärkung von internationalen Organisationen, wie zum Beispiel die Vereinten Nationen oder halt auch die EU, sind total wichtig. Da aber auch zum Beispiel die Unterorganisationen, wie beispielsweise die ILO, die bei Arbeitssicherung oder Arbeitskämpfen deutlich zentral sein kann. Vielen Dank. Das war so ein Rundumschlag, eine Tour d'horizon und ganz Wichtiges dabei angesprochen. Vorhin fiel der Name Putin ja schon. Mich würde mal interessieren, welche Hindernisse gibt es denn in der Gegenwart eigentlich? Also was macht uns das so schwer, uns für den Frieden und für Entspannung einzusetzen? Welche Hindernisse gibt es und auf der anderen Seite, welche Chancen gibt es, die wir ergreifen sollten? Deiner Meinung nach, liebe Hanna. Wir haben Probleme mit der Verbindung. Du bist jetzt festgefroren. Früher war in der Friedenspolitik das Einfrieren ganz positiv. Freeze-Bewegung nannte sich das. Da hat man die Aufrüstung eingefroren. Aber jetzt das Einfrieren von Bildern. Jetzt bist du wieder da. Hast du meine Frage gehört? Ja, da bin ich wieder. Entschuldigung. Also Hindernisse und Chancen, liebe Hanna. Für Entspannungspolitik? Genau. Ah, okay. Genau, also ich glaube, die Hindernisse für Entspannungspolitik liegen wie bei vielen Problemen in scheinbar kapitalistischen Zwängen oder Zusammenhängen, die natürlich irgendwie global immer noch regieren. Und der Drang nach wirtschaftlichen Profiten darf natürlich nicht diktieren, was friedenspolitisch möglich und notwendig ist. So. Also beispielsweise auch, wie schon genannt, eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit ist halt nur dann wirklich nachhaltig, wenn sie mit fairen Wirtschaftsbeziehungen einhergehen. Und dann sind wir auch ganz schnell bei Debatten im Umgang mit ehemals kolonisierten Ländern oder mit globalen Systemen, wo natürlich immer noch die westlichen Industrienationen im Vorteil sind und das alles andere als gerecht ist. Und auch genau da könnte Deutschland zum Beispiel sozialer und fairer sein und auch für einen Umgang auf Augenhöhe werben. Die Chancen der Entspannungspolitik liegen aber genau in diesem Sinne nämlich auch, weil Entspannungspolitik immer bedeutet, dass Menschen als Menschen zusammenkommen und als Menschen nach gemeinsamen Lösungen suchen für ihre eigentlich auch gemeinsamen Probleme. Man könnte quasi von einer globalen Integration sprechen, wenn man den Vergleich zur europäischen Integration treffen möchte. Weil dann würden wir halt nicht mehr nur als Konstrukte mit wirtschaftlich entgegenstehenden Interessen uns gegenübertreten, sondern halt eben einfach nur als Menschen. Du hast von Deutschland gesprochen. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, Deutschland allein hat friedenspolitisch nur eine sehr begrenzte Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die internationalen Geschehnisse. Da sind Großmächte wie die USA, wie Russland, wie China auf dem Plan. Wenn Deutschland nicht alleine da wirksam sein kann, dann liegt es nahe, die nächstgrößere Einheit zu denken, Europa. Wie siehst du die Rolle Europas? Was sollte Europa in der jetzigen Situation vorrangig tun? Also Europa könnte unglaublich viel tun und Europa könnte eine unglaublich große Rolle dabei spielen, die globale Friedensordnung und das globale System friedlicher zu machen. Aber das hat auch definitiv zwei Seiten bei diesem Ganzen. Einerseits könnte die EU allein schon, wenn sie mit einer gemeinsamen Stimme sprechen würde auf der globalen Bühne, ein starker, werteorientierter Akteur sein. Also das beste Beispiel, was es für mich immer beschreibt, ist, wenn man alle europäischen finanziellen Beiträge an die Vereinten Nationen zusammennimmt, dann ist das ein stärkerer finanzieller Beitrag, als die USA derzeit machen. Und ich glaube, das beschreibt ganz deutlich, welche Rolle Europa als Konstrukt und Akteur eigentlich einnehmen könnte. Andererseits ist es für uns Jusos natürlich unglaublich wichtig, wie diese Stimme dann inhaltlich ausgestaltet wird. Auch eine gemeinsame europäische Armee beispielsweise,
die natürlich ein Ende von nationalstaatlichen Armeen bedeutet, ist noch kein Garant dafür, dass werteorientierte Friedenspolitik, die auf Konfliktprävention, Friedenssicherung und Multilateralismus aufbaut, wirklich umgesetzt wird. Für eine friedenspolitische Stimme von der EU muss die EU, glaube ich, erstmal ihre Hausaufgaben machen, und da gibt es einige Baustellen. Die europäischen Werte, die müssen nämlich zuerst bei uns gelebt werden. Und dazu gehört nämlich auch, dass Menschenrechte auch an den EU-Außengrenzen wirklich endlich eingehalten werden. Und Rechtsstaatlichkeit und Demokratie müssen auch zuerst bei uns verteidigt werden. Und da haben wir natürlich aktuell auch das erste Beispiel, dass Ungarn und Polen nicht den Corona-Hilfen zustimmen, weil sie nicht, nicht in ihre Rechtsstaatlichkeit überprüft werden wollen. Aber wenn die EU in ihrem Gebiet nicht zuerst ihre eigenen Mindeststandards einhalten kann, dann fällt es halt schwer, Friedenspolitik glaubhaft umzusetzen und zu erarbeiten. Und nicht zuletzt muss sich die EU auch klar darüber werden, dass kapitalistische, profitorientierte Interessen einer Friedenspolitik immer entgegenstehen. Ein globales Wirtschaftssystem, welches koloniale Ausbeutungsdynamiken noch nicht überwunden hat, sondern im Gegenteil weiterhin europäische Staaten eben von diesen Ausbeutungsstrukturen profitieren, ist eigentlich der denkbar schlechteste Ausgangspunkt für eine nachhaltige Friedenspolitik. Vielen Dank, liebe Hanna. Das war auch ein wunderbares Plädoyer. Und ich möchte jetzt an der Stelle umschalten und den Bereich Politik mal verlassen. Ich gehe mal in den anderen Bereich, das andere Subsystem der Gesellschaft, über, nämlich in den Bereich Kirche. Renke Brahms ist ja schon begrüßt worden. Er ist seit dem Jahr 2008 der Friedensbeauftragte der evangelischen Kirche in Deutschland und hat da eine sehr wichtige Stimme und eine große Bedeutung gehabt in den vergangenen Jahren. Lieber Herr Brahms, es ist wahrscheinlich vielen gar nicht bekannt in unserem Land, in unserer Gesellschaft und vielleicht auch in der Politik nicht, dass die Kirchen in der Friedens- und Entwicklungspolitik sich sehr stark engagieren. Und deswegen ist hier mal die Gelegenheit zu sagen, was Kirchen in diesem Feld tun. Man kann es am Beispiel der evangelischen Kirche sagen. Da sind Sie ja, sind wir ja überwiegend hier zu Hause. Aber die katholische Kirche ist auf dem Feld ebenfalls durch Pax Christi, Justitia et Pax und so weiter sehr mächtig vertreten. Aber was genau tun denn die Kirchen in dieser Hinsicht? Sie haben das Wort, lieber Herr Brahms. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, in diesem Kreis mit dabei zu sein und genau diesen Aspekt mit einzubringen. Ich will das mal versuchen, auf drei Ebenen zu tun. Sozusagen Kirche als Organisation, als zivilgesellschaftliche Organisation, Teil dieser Gesellschaft und Meinungsmacherin. Das zweite, die politische Einmischung der Kirche. Und das dritte, die ganz praktische Friedensarbeit. Sozusagen, das sind die drei Ebenen, die für mich zusammengehören. Das eine ist als evangelische Kirche, ich spreche jetzt für die evangelische Kirche, mit 20 Millionen Mitgliedern, mit 14.000 Gemeinden, mit einem großen Netzwerk von kirchlichen Institutionen, sind wir natürlich ein Teil der Gesellschaft, der auch Meinung bildet. Deswegen ist das nicht unwichtig, wie wir uns als Kirche auch intern mit dem Thema beschäftigen, wie wir uns positionieren und wie wir es in die Öffentlichkeit bringen. Christliche Theologie, christliche Kirche hat auch den Frieden als einen Mittelpunkt ihrer Botschaft. Frieden ist ein Kernthema der evangelischen Kirche, weil es ein Kernthema ist der christlichen Botschaft. Und insofern haben wir natürlich uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Gerade in den letzten Jahren ist das nochmal sehr intensiv passiert. Ausgehend von einem Prozess in der Badischen Landeskirche haben sich inzwischen mehr als die Hälfte aller Landeskirchen mit diesem Schwerpunktthema Frieden, aber auch im Zusammenhang mit Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit beschäftigt. Auf ihren Synoden, in synodalen Prozessen, haben versucht, das in die Gemeinden einzutragen, immer auf der Grunderfahrung des konziliaren Prozesses aus den 80er Jahren, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, heute orientiert am Leitbild des gerechten Friedens, die Denkschrift aus dem Jahr 2007, aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen, ist sozusagen die Grundlage dieser Diskussion.
Gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass sich natürlich viele Themen seitdem schon wieder neu stellen. Also die ganze Frage der Entwicklungspolitik, der Nachhaltigkeit, des Zusammenhangs von Frieden und Nachhaltigkeit, aber auch neue Waffensysteme, Cyberkriege und andere Entwicklungen haben uns herausgefordert, uns auch wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. An der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg ist ein solcher Prozess gelaufen. Also wir beschäftigen uns als Kirche, als evangelische Kirche intensiv mit diesem Thema und das Ganze gipfelte in der Synode im letzten Jahr, der EKD-Synode im Herbst 2019, wo wir uns auch nochmal als evangelische Kirche insgesamt positioniert haben und das ganz stark getan haben mit dem absoluten Vorrang der Gewaltfreiheit, mit einer Positionierung von Frieden und Nachhaltigkeit, aber auch zum Beispiel zu einer Positionierung zum Atomwaffenverbotsvertrag und der Forderung an die Politik, konkrete Schritte zur Abschaffung der Atomwaffen zu unternehmen. Das ist sozusagen die Rolle der Kirche auch als Meinungsmacherin. Und das ist das Zweite. Wir mischen uns damit natürlich in Politik ein. Also das bleibt ja nicht in den kirchlichen Mauern intern. Und wir beschäftigen uns nicht nur als Kirche damit. Wir haben einen öffentlichen Auftrag, den nehmen wir wahr im Gespräch mit der Politik, in solchen Veranstaltungen wie hier von der Evangelischen Akademie. Die evangelischen Akademien spielen eine große Rolle in dieser politischen Debatte, im öffentlichen Diskurs zum Friedensthema. Wir tun das aber auch in der Rolle des Bevollmächtigten, des Rates, der EKD in Berlin und Brüssel, in politischen Hintergrundgesprächen, in Stellungnahmen, in dem Versuch, immer wieder auch politisch Einfluss zu nehmen. Der Bevollmächtigte des Rates zum Beispiel in Berlin ist auch Vorsitzender der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung, die ja einen kritischen Rüstungsexportbericht jedes Jahr rausbringt. Und insofern mischen wir uns auch an dieser Stelle politisch ein. Und die dritte Ebene ist dann die sehr konkrete Arbeit beim Thema Frieden, beim Thema Entwicklung. Also ich nenne nur Brot für die Welt mit einer konfliktsensiblen und umweltsensiblen Entwicklungsarbeit mit unglaublich vielen Partnerinnen und Partnern weltweit, konkret vor Ort, indem sie Arbeit macht und immer nach dem Prinzip, wir gucken, welche Leute vor Ort eigentlich aktiv sind und mit ihnen machen wir Friedensarbeit und Friedens- und Entwicklungsarbeit. Wir sind als kirchliche Organisation beteiligt am Konsortium Ziviler Friedensdienst mit Friedensfachkräften in aller Welt. Wir sind mit Aktion Sühnezeichen schon viel länger als die Friedensbewegung, im Grunde genommen seit nach dem Zweiten Weltkrieg, sozusagen aktiv in der Arbeit für Frieden und Versöhnung. Und dazu gehören natürlich auch nicht nur die großen Organisationen, sondern jede Umweltgruppe, jede Friedensgruppe in den Gemeinden. Auch wenn man vielleicht darüber klagen kann, dass das auf der Gemeindeebene nicht mehr so aktiv ist, wie es vielleicht mal zu Zeiten der Friedensbewegung war. Trotzdem, es gibt nach wie vor unsere Arbeitsgruppen, unsere Friedensgruppen, die sich ganz oft eben an dieser Trias orientieren, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung und sehr konkrete Arbeit auch leisten, auch innergesellschaftlich in der Demokratiearbeit, weil Frieden und innerer Frieden, auch gesellschaftlicher Frieden inzwischen so klar zusammengehören, dass man auch sich für Demokratie in unserem Land selber einsetzen muss. Auch das gehört zur Friedensarbeit. Herr Brahms, ich möchte mal ganz konkret werden und mache das an zwei Zahlen fest, die vorhin von Heike Hofmann schon genannt wurden. 2% soll nach dem Willen und nach der Vereinbarung der NATO, gab das war im Jahr 2014, als das vereinbart wurde, also noch vor Trump, soll auch unser Haushalt aufbringen, um den Verteidigungsbeitrag zu leisten, den die NATO sich wünscht. Das wurde damals ja auch von unserer Regierung so unterzeichnet. Die sagten, jawohl, das ist auch unser Ziel, das wollen wir leisten. Trump hat es besonders massiv eingefordert und der Bundesregierung immer wieder Vorwürfe gemacht. Aber es heißt nun auch, in der Administration Biden würde es wohl auch erwartet werden,
Auch der neue Präsident würde an die Bundesregierung herantreten und sagen, diese 2%, die müsst ihr endlich einlösen als euren Beitrag zur Sicherheit in der Welt. Was denken Sie, was denkt die evangelische Kirche in Deutschland, soweit Sie das sagen können, zu diesem Ziel? Ist das realistisch? Sollte das angestrebt werden? Und das andere Ziel, 0,7% des Haushaltsvolumens, das schon im Jahr 1970 eingefordert wurde als Beitrag zur Entwicklungshilfe. Und 50 Jahre später ist es immer noch nicht eingelöst. Das steht doch in einem Missverhältnis, oder? Wie sehen Sie das? Und was wäre da die Stimme der evangelischen Kirche in Deutschland? Also vielleicht muss man einmal noch, ich bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt eine Korrektur anbringe, aber man muss sozusagen mit den Zahlen natürlich so umgehen, es geht nicht um das Haushaltsvolumen, sondern es geht um 2% des Bruttoinlandsproduktes. Was noch viel mehr ist. Sie haben recht. Was noch deutlich mehr ist. Also wenn man dieser Zahl im Moment nachgehen würde, das wäre eben eine Steigerung angesichts des jetzt gerade des aktuellen Haushaltsvolumens um nochmal 17 Milliarden Euro auf etwa 60 Milliarden Euro. Also es geht um eine enorme Steigerung an dieser Stelle. Es geht ums Bruttoinlandsprodukt. Übrigens, der Haushalt am Haushaltsvolumen hat es im Moment 12,1%. Also auch das ist nicht ganz unerheblich, der Verteidigungshaushalt. Aber die Summe, die am Bruttoinlandsprodukt sich orientiert, ist natürlich viel höher. Ich will mal so beginnen. Ich bin durchaus der Meinung, dass Europa und damit auch Deutschland mehr Verantwortung übernehmen sollte und müsste. Ich glaube auch, dass mit einer neuen US-Regierung sozusagen nicht automatisch alles wird, wie es vorher war. Ich glaube, wir haben eine gute Chance, wieder zu einem Multilateralismus zurückzukehren und den zu stärken. Aber in der Tat wird sicherlich die Forderung weiterhin aus den USA nach diesem Anteil am Bruttoinlandsprodukt bestehen. Die USA wird sich eher in den pazifischen Raum orientieren und wird von Europa erwarten, sich im Osten Europas, aber auch in Afrika oder in der arabischen Welt mehr zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Dass die USA nicht mehr die Rolle des Weltpolizisten spielt, kann ich nur begrüßen. Denn das war in den vergangenen Jahren keine rühmliche Geschichte, sondern sie hat oft zu Konflikten beigetragen und zur Eskalation. Also insofern sollten wir froh sein, dass sie diese Rolle nicht mehr übernehmen. Die Frage ist ja nur, das ist die entscheidende Frage, was heißt denn Verantwortung übernehmen? Und an dieser Stelle nochmal genau hinzugucken und zu sagen, das rein auf das Militärische zu fokussieren, ist sozusagen vollkommen irreführend. Diese Zahl, diese Aufrüstung, diese Steigerung sozusagen in den ganzen europäischen Ländern und in der NATO zu fordern, ist eben ein vollkommen irreführender Weg. Es kann doch nur darum gehen, sozusagen die Ursachen von Konflikten zu bekämpfen. Das, was Herr Braun vorhin gesagt hat, woher holen wir das Geld für die Nachhaltigkeitsziele? Was ist da eigentlich zu investieren? In die Bekämpfung des Hungers, in die Bekämpfung von Pandemien, in die Bekämpfung von Ungerechtigkeit und sozialer Ungerechtigkeit, die oft zu Konflikten führt, in die Folgen des Klimawandels. Auch das verschärft ja im Moment nationale und internationale Konflikte. Zu gucken, in welche Instrumente der gewaltfreien Konfliktlösung und Konfliktbearbeitung investieren wir eigentlich? In Friedensjournalismus, in objektive Informationen, in die Mediation in Konflikten. Also es gibt sozusagen eine ganze Latte von Instrumenten, die deutliche Prävention haben, die deutlich vorrangig zu beurteilen sind vor einem militärischen Einsatz und vor militärischen Mitteln. Mir hat mal ein hoher Militär gesagt, unser Anteil an der Konfliktlösung liegt doch höchstens bei 15-20%, wenn überhaupt. Also wir können doch nur vielleicht in eskalierenden Konflikten Rahmenbedingungen schaffen, in denen dann die eigentlichen Instrumente des Friedens eingreifen müssen. Also wir haben es doch mit ganz anderen Prioritäten zu tun.
Die Synode der EKD im letzten Jahr hat übrigens beschlossen, zu fordern und tut das auch an die Politik, mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes einzusetzen für eine gerechte Entwicklungspolitik, für den Ausbau ziviler und gewaltfreier Instrumente der Konfliktbearbeitung, also sozusagen die Zahlen mal umzudrehen und zu sagen, wir brauchen eigentlich einen deutlich größeren Anteil dafür und nicht sozusagen für den Ausbau des Militärischen. Mir leuchtet es auch, wenn ich mir die Zahlen angucke, der Ausgaben, Verteidigungsausgaben weltweit, der NATO und auch der europäischen NATO-Staaten nicht ein, dass hier noch viel mehr Geld gebraucht wird. Wenn ich die Zahlen jetzt richtig gelesen habe, die letzten, dann hat Russland einen Etat von 65 Milliarden. Wenn man die Etats von Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammennimmt, dann sind das etwa knapp 140 Milliarden. Also wo ist das Bedrohungsszenario? Wo ist sozusagen der gedachte Einsatz? Entweder ist die Bundeswehr so schlecht organisiert, dass sie mit dem Geld nicht hinkommt, die europäische Zusammenarbeit so schlecht, dass jeder Einzelstaat so viel Geld braucht, oder aber es sind Ziele damit verbunden, sozusagen eine Rolle des Weltpolizisten zu übernehmen. Alles drei leuchtet mir nicht wirklich ein, als Begründungszusammenhang diese Zahlen zu fordern. Also es sind für mich zwei Argumente. Das eine ist das Inhaltliche. Was ist eigentlich wichtig? Wofür wird das Geld eigentlich ausgegeben? Wofür müsse es ausgegeben werden? Und auch militärisch scheint es mir höchst fragwürdig, ob das irgendwann einen Sinn ergibt und was eigentlich an Zielsetzung hinter diesen Zahlen steht. Vielen Dank, lieber Herr Brahms. Das war jetzt sehr erhellend. Und mir hat vor allem auch Ihr Argument sehr eingeleuchtet, dass Sie sagen, wir müssen klären, was bedeutet eigentlich in diesem Zusammenhang das Wort Verantwortung. Also wenn Verantwortung nur darin besteht, dass man Armeen aufrüstet und Soldatinnen und Soldaten in alle Welt entsendet und militärisch agiert, dann ist das doch ein sehr, sehr eng gefasster Begriff von Verantwortung. Und was Sie gesagt haben, dieses Spektrum, dass man sagt, Nachhaltigkeit, Klimaziele erreichen, den Hunger und den Durst auf der Welt bekämpfen, für Bildungsmöglichkeiten sorgen, das ist die Aufgabe, die ich auch als militärischer Laie unter Verantwortung wahrnehmen, verstehen würde. Insofern, das war sehr jetzt weiterführend, glaube ich, wenn man dieses Argument ernst nimmt. Ich habe noch eine dritte Frage an Sie, lieber Herr Brahms. Sie haben vorhin schon von den zivilen Friedensdiensten gesprochen, von den Entwicklungsdiensten, von Brot für die Welt. Und da ist zum Beispiel die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden mit über 30 zivilen Mitgliedern, Mitgliedsorganisationen ja sehr engagiert. Schon seit dem Jahr 1968, seit über 50 Jahren gibt es die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden. Was können denn zivile Friedensdienste beitragen, um den Weltfrieden zu stärken oder um den Spannungsbogen hier nochmal zu knüpfen, um Verantwortung wahrzunehmen für den Frieden? Also ich will es nochmal am Anfang vielleicht der Beantwortung ein bisschen weiter fassen, weil ich glaube, dass wir ja von einer Erfahrung herkommen nach dem Zweiten Weltkrieg, die sehr stark dazu beigetragen hat, dass Frieden und Versöhnung zwischen ehemaligen Kriegsgegnern wieder möglich war. Also die ganze Arbeit von Jugendorganisationen, Austausch, Jugendaustausch, Versöhnungs- und Friedensprogrammen hat ja mit dazu beigetragen, dass wieder Vertrauen gewachsen ist zwischen ehemals verfeindeten Ländern. Also die Begegnung, und das meine ich jetzt gar nicht auf der großen Politik, sondern ich meine es tatsächlich auf der Ebene der Zivilgesellschaften, der Jugendorganisationen, der jungen Leute,
Ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Deswegen treten wir sehr stark auch als Kirche immer wieder dafür ein, diese Friedensdienste, Freiwilligendienste, Austauschprogramme zu fördern, engagieren uns da als Kirchen selber an der Stelle sehr stark. Ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, weil der jenseits sozusagen von offizieller Politik eine große Rolle spielt. Und in dem Zusammenhang spielt dann vielleicht nochmal sozusagen die konkreten Friedensdienste eine große Rolle, weil sie eben Brücken schlagen in die Länder und gleichzeitig eben sehr praktisch deutlich machen, wie Frieden geht. Also ich sage mal ein Beispiel. Wir haben vor 2 Jahren eine Initiative in Mali ausgezeichnet mit dem EKD-Friedenspreis. Einen jungen Mann, der im Norden Malis in einer sich sehr verschärfenden, eskalierenden Situation Jugendarbeit macht, indem er junge Leute aus verfeindeten Gruppen zusammenholt, ihnen überhaupt erstmal die Möglichkeit gibt, die Waffen niederzulegen und miteinander zu sprechen und dann zu versuchen, mit diesen jungen Menschen, die sich langsam aus unterschiedlichen Ethnien und verfeindeten Gruppen gegenüberstanden, eine Gruppe zu formen, die dann sagen, Frieden ist möglich, wir haben jetzt verstanden, was die anderen bewegt, was sozusagen uns bewegt und wir sind in einen Verständigungs- und Austauschprozess und einen Friedensprozess eingetreten. Und jetzt geht er mit diesen jungen Leuten weiter und versucht, die nächsten dafür zu gewinnen. Also das ist sehr konkrete Friedensarbeit vor Ort in ausgesprochen schwierigen Situationen. Davon brauchen wir viel, viel mehr. Das müssten wir eigentlich viel, viel mehr unterstützen. Und natürlich, ich sage das auch nochmal auf einer anderen Ebene, wo können wir als Kirchen beitragen? Wir haben ja selbst unsere Probleme und unser Feld des Multilateralismus. Also die Verständigung der Kirchen untereinander, europaweit und weltweit, ist ja für uns schon eine enorme Herausforderung. Ich nenne mal nur Stichworte, wie gehen wir eigentlich als Kirchen um mit den Evangelikalen in den USA? Wie ist da eigentlich Gespräch möglich und sozusagen, wie ist da eigentlich Frieden möglich? Oder wie ist es mit orthodoxen Kirchen im Osten Europas, die ja eher Nationalkirchen und sehr staatstragend sind? Wie kommen wir mit denen ins Gespräch und einigen uns mal darauf, was wir eigentlich gemeinsam unter einem gerechten Frieden verstehen. Also wir haben sozusagen unsere eigene Aufgabe als Kirche an dieser Stelle zu leisten. Da sind wir auch dran, da können wir vielleicht noch mehr tun. Auch das könnte ein Beitrag sein, um dieses Vertrauen, von dem Herr Braun ja gesprochen hat, aufzubauen. Ich glaube, das muss auf unterschiedlichsten Ebenen passieren. Das muss auf der politischen Ebene passieren. Das muss auf der zivilgesellschaftlichen Ebene passieren. Und das muss auf der kirchlichen Ebene über alle Konfessionen hinweg passieren und muss natürlich letztlich auch auf der Ebene der Religionen eine Bedeutung haben. Ist ja nicht ganz umsonst, dass wir im Moment eine Beobachtung machen, dass in den Bundesministerien, jedenfalls im Außenministerium und im BMZ, Arbeitsgruppenreferate eingerichtet worden sind, um die Rolle der Religion, der Friedensverantwortung der Religionen in den Blick zu nehmen und auch zu stärken. Auch da gibt es ja eine Entwicklung, die sozusagen uns selber, wo wir uns selber an die Nase fassen und versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten. Also Ökumene, so verstehe ich Sie, Herr Brahms, Ökumene und interreligiöser Dialog, das wäre sozusagen wenn es gut gelingt, wäre das ein wichtiger Impuls für den Friedensprozess in der globalisierten Welt. So sehe ich es. Ja. Ich würde gern jetzt mal, vielen Dank, lieber Herr Brahms, zu Hanna Reichardt zurückgehen und dich fragen, liebe Hanna, also zuerst mal, ich weiß gar nicht, ob du mit Kirche irgendwas zu tun hast, ob du das jetzt alles gewusst hast, was zum Beispiel Kirche tut in den zivilen Friedensdiensten, was sie leistet oder zu leisten versucht im Bereich der Ökumene, im Bereich der Entwicklungshilfe, Brot für die Welt, Aktion Sühnezeichen, Friedensdienste. Ist dir das alles bekannt gewesen oder sagst du, das höre ich jetzt zum ersten Mal und gut, dass es das gibt? Oder was siehst du da für Chancen drin, dass es so etwas gibt?
Also mir ist es auf jeden Fall durchaus bekannt gewesen. Ich kann ja kurz erzählen, ich bin selber katholisch getauft, aber in meinem Heimatort, beziehungsweise in der Stadt, in der ich zur Schule gegangen bin, war ich auch immer lange Jahre bei der evangelischen Jugend tätig. Und da haben wir unter anderem auch Benefizkonzerte für Brot für die Welt mit organisiert. Also fremd ist mir das nicht. Und auch die Vereinte Evangelische Mission ist mir zum Beispiel ein Begriff, weil ich 2014 damals an einem Jugendaustauschprojekt teilgenommen habe im Gebiet der Großen Seen und somit die zivile Friedensarbeit der Kirchen im Ostkongo und Ruanda miterlebt habe und die Versöhnungsarbeit zum Beispiel, die dort geleistet wird. Also mir ist das schon ein Begriff. Und ich finde es auch das, was Herr Brahms gerade gesagt hat, die zivile Friedensdienstarbeit, auch die Verständigung, die stattfindet und natürlich auch irgendwie das globale Wirken und das Zusammenbringen und der Diskurs, der stattfindet, unglaublich relevant. Und finde, dass das auch zum Beispiel politisch stärker gestützt werden oder eingebunden werden könnte, auch in die Arbeit. Also zum Beispiel die Stärkung von zivilen Friedensdienstprojekten beziehungsweise auch die Loslösung von dieser Projektarbeit, weil durch Projektarbeit zum Beispiel auch die Nachhaltigkeit von diesen Friedensprojekten immer in Frage gestellt wird und teilweise ja auch die Finanzierung an diese Projekte oder an die Projektlaufzeit gebunden wird. Und dann, wenn die Finanzierung nicht mehr da ist, nach 2 Jahren auf einmal so ein Projekt auf einmal komplett wegbricht, die Finanzierung wegbricht und dann zivile Friedensarbeit vor Ort nicht mehr bewerkstelligt werden kann. Aber trotzdem ist das ein unglaublich großer Beitrag, der geleistet wird und der muss auch als solcher anerkannt werden und sollte auch politisch gefördert werden, finde ich. Hanna, ich hack nochmal nach und stell mir mal was vor. Du würdest, nehmen wir es mal an, im nächsten Jahr ganz unerwartet zur Bundeskanzlerin gewählt. Die Sozialdemokratie, kann ja sein, würde eine absolute Mehrheit gewinnen. Ist im Moment nicht sehr wahrscheinlich, aber sowas soll es ja geben. Du würdest Bundeskanzlerin werden. Was würdest du tun, so im Bereich Friedenspolitik? Wie würdest du vorgehen, auch im Blick auf diese Zahlen, 0,7 oder 2%? Was wäre dir wichtig? Ich finde das Gedankenspiel ziemlich witzig. Natürlich haben wir als Sozialdemokratie ja natürlich Olaf Scholz erstmal zum Kanzlerkandidat nominiert. Genau, was, wenn ich Kanzlerin werde? Also ich glaube, wir müssen uns ein bisschen freimachen von dem Gedanken, dass nur die Person oder die Kanzlerin wirklich so einen Handlungsspielraum hat, um da wirklich so durchregieren zu können, sage ich jetzt mal. Also es ist immer ein Zusammenspiel natürlich von politischen Parteien in der Demokratie, natürlich auch von Interessensverbänden. Und das ist auch gut so. Also wenn wir nicht demokratisch die Entscheidungen hinkriegen, dann haben sie auch nicht Hand und Fuß und auch nicht den Rückhalt in der Gesellschaft. Was ich oder was wir Jusos konkret fordern würden, ist natürlich Abrüstung und dementsprechend auch eine Abkehr von dem 2%-Ziel, was wir aber natürlich auch realistisch gesehen nicht alleine schaffen. Also Abrüstung alleine wird nicht jetzt irgendwie den Durchbruch irgendwie bringen, sondern das muss auch gemeinsam passieren und das muss auch gemeinsam in der NATO passieren. Zivile Friedensdienste gehören gestärkt, safe. Konfliktprävention muss gestärkt werden, also auch humanitäre Friedenseinsätze müssen gestärkt werden. Die KfW als Entwicklungsbank kann besser agieren. Die GIZ kann besser agieren. Und genau da sind Stellschrauben im politischen Bereich, die man definitiv angehen sollte, um Friedenspolitik und Entspannungspolitik und auch Entwicklungszusammenarbeit nachhaltiger zu machen. Ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, ich meine, wir haben ja auch schon über das Jahr 2014 gesprochen, natürlich mit der Sicherheitskonferenz in München, die ja irgendwie auch so ein Einschnitt mittlerweile war oder als Einschnitt gilt, in so einer kleinen Abkehr in der deutschen Außenpolitik hin zu mehr Verantwortung. Die politischen Mühlen mahlen manchmal sehr langsam und auch die Ministerien sind sehr langsam, wenn sie sich irgendwie neu umstellen müssen. Aber ein Prozess, den ich persönlich sehr von Vorteil sehe, ist das Bundesverteidigungsministerium, das Entwicklungsministerium, und das Entwicklungsministerium stärker verzahnt arbeiten sollen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter und großer Schritt, der weiter verfolgt wird, der natürlich aber einzelne Schwierigkeiten irgendwie mit sich bringt, die man aber natürlich überwinden muss, um genau
dann nämlich Friedenspolitik oder Außenpolitik auch verzahnter zu sehen durch die einzelnen kleinen Bereiche. Jetzt gehe ich mal hier auf das Podium zurück zu Herrn Braun. Das, was Hanna Reichert eben beschrieben hat, also bei vielem würde ich sagen, Haken dahinter, stimme ich zu. Das Letzte, was sie sagte, das klingt so ein bisschen nach dem, was im Weißbuch von 2016 der vernetzte Ansatz genannt wird. Ist das damit gemeint und würden Sie sagen, das ist ein guter Weg? Oder ja, was wäre aus Ihrer Sicht das, was zu tun wäre, wenn Sie die Möglichkeit hätten zu agieren? Also ich habe das ein bisschen anders verstanden. Ich habe es so verstanden, dass die Hanna meint, dass man eigentlich aus der Bundeswehr ein technisches Hilfswerk machen sollte und sie zur Lösung von globalen, sozialen, entwicklungspolitischen Aufgaben mit einsetzen würde. Und da gibt es vieles zu tun. Und ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Kompetenz dort und da gibt es bestimmt auch gewisses Material, das man dafür nutzen könnte. Also ich habe das jetzt nicht verstanden, dass die Entwicklungshilfe sich dem militärischen Einsatz unterordnen soll oder umgekehrt, sondern in dem Sinne der Zivilisierung von Politik und dass dort auch Militär dann eine Rolle spielen soll. Und wenn man das Verteidigungsministerium dahin mal umformuliert und umbaut, würde es wahrscheinlich sogar noch einen Sinn machen. Wenn man dann noch die Hälfte streicht und die Generäle entlässt oder in Rente schickt, dann kommt man wahrscheinlich auch zu einer Entmilitarisierung der Politik. Das wäre, glaube ich, dann so ein richtiger Weg, wie man die Kapazitäten und das Know-how, das da ja durchaus vorhanden ist, auch im zivilen Sinne nutzen kann. Also da den Weg würde ich dann sicher mitgeben. Also ich habe mir diese Frage eben kam, mal überlegt, also ich glaube, das allererstes, was wir brauchen, ist sowas wie, wäre so ein Sofortprogramm von Schritten, die man sofort einleiten könnte, die so eine gewisse Symbolik, dass es eine andere Politik gibt. Da wäre einer meiner ersten Schritte wäre die sofortige Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrags. Deutschland ist dabei. Das zweite wäre, ich würde in allen Ministerien sagen, und das würde sich ja wahrscheinlich dann auch schon im Koalitionsvertrag, wenn es so als Idee oder in dem Regierungsprogramm niederspiegeln, Frieden muss sich durch alle Ministerien ziehen. Es gibt kein Ministerium, das nicht was mit Friedenspolitik zu tun hat. Das ist nicht nur das Entwicklungsministerium, sondern das ist auch Wissenschaft, das ist auch Bildung, das ist auch Innenpolitik, Demilitarisierung der Innenpolitik, Demilitarisierung der Polizei, des Bundesgrenzschutzes. Frontex, sage ich nur mal als Stichwort. Schaffen wir das sofort ab? Auf mindestens müssen wir einen Übergang finden, dass die von dieser Brutalität des Einsatzes an den Außengrenzen wegkommen. Also Friedenspolitik muss sich durch alle Ministerien ziehen, ist die Aufgabe aller Regierungsmitglieder und nicht nur irgendjemand, der dann aus der Friedenspolitik da hochgeschwappt wird. Das Weitere, denke ich, ist, dass man in den Haushaltsverhandlungen dann sagen muss, wir wollen den Haushalt pro Jahr um 10% kürzen. Wir können ja nicht von heute auf morgen die Bundeswehr auflösen, dann werden ja mit einmal 500.000 Menschen arbeitslos. Das wollen wir nur auf keinen Fall. Was ich auflegen würde schon im Regierungsprogramm, wäre ein umfassendes Konversionsprogramm. Konversionsprogramm für die Stützpunkte, Konversionsprogramm für die Truppen, die noch sind, Umbau der Rüstungsindustrie in zivile Produktion und zwar nicht in dem primitiven Sinne, wie wir es in den 80er Jahren mal gemacht haben. Aus dem Panzer sollen Autos werden. Das ist ja nun auch nicht mehr das Nonplusultra, sondern wie kommen wir aus diesen Produkten zu ökologisch nachhaltig verträglichen Produkten in der Entwicklung. So, daraus müsste ein Programm entstehen und ich würde mir, glaube ich, als allererstes einen klugen Beirat zulegen. Also da würde ich dann ganz bei Gerhard Schröder sein, einen klugen Beirat zulegen, der mich in diesen Fragen umfassend berät. Also sowohl aus Friedensbewegung als auch aus interessierten Kreisen, natürlich auch aus Friedenswissenschaft, die ich stärken würde, das gehörte umfassend dazu. Friedensforschung müsste eine ganz andere Dimension dann bekommen, was ja auch gleichzeitig Entwicklungsforschung ist. Also daraus müsste sich ein Programm geben und dann nehme ich gleich mal wieder einen kritischen Punkt vorweg, würde ich natürlich auch die NATO-Debatte beginnen. Nicht in dem Sinn, dass ich morgen beschließen würde, aus der NATO auszutreten, sondern dass es eine gesellschaftliche Debatte geben muss, wie kommen wir zu einem Sicherheits- und Zusammenarbeitssystem in Europa kommen, das inklusiv ist, das alle europäische Staaten, das heißt auch Russland, einbezieht und damit hin zu einer Entwicklung geht, die ein Militärbündnis, das sich gegen jemanden richtet, auch obsolet macht.
Diese politische Debatte würde ich mindestens beginnen wollen. Das ist sicher eine Debatte, die man vielen in der Umgebung längerfristig geführt werden muss, die auch nicht sofort zu Ergebnissen führt. Aber wir haben einen Ansatzpunkt und den begehen wir ja eigentlich in diesem Jahr zum 30. Jahr. Aber keiner denkt an den. Wir haben vor 30 Jahren die Charta von Paris unterschrieben. Die Charta, die den Kalten Krieg beendet. Die faktisch ein Zukunfts- und Visionsprogramm für Europa formuliert hat. Mit allen europäischen Staaten. Übrigens dann auch sogar noch mit allen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Die heißt Dialog, Zusammenarbeit, Kooperation, wirtschaftliche Beziehungen, ökologische Zusammenarbeit überall in Europa. Übrigens auch Austausch der Beziehungen von Menschen. Da gibt es eine große Passage in dieser Charta, die heißt Volksdiplomatie. Die Menschen sollen zusammenkommen. So, das würde ich mal wieder versuchen zu wiederzubeleben und würde sagen, jawohl, ist das nicht ein Ansatzpunkt, wie man hinkommen kann, vielleicht wieder über ein zweites Helsinki 2, Konferenz für Zusammenarbeit in Europa, zu einem kooperativen Zusammenarbeitssystem in Europa, das Abrüstung ermöglicht und das dann auch ein Militärbündnis, das auch noch sündhaft teuer ist. Also Renck-Brahms hat vorhin ja schon eine Zahl gesagt, ich sag mal die NATO-Militärausgaben in der Welt, das sind 900 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als die Hälfte der knapp 2 Billionen, die wir jedes Jahr für Rüstung ausgeben. Und das ist doch ein wahnsinniger Betrag. Und wir kommen nächstes Jahr, das ist überhaupt keine Zukunftsphilosophie, deutlich über die 1 Billion bei den NATO-Standen. Da ist wirklich Geld zu holen für eine andere Art von Politik. So könnte ich mir eine Zukunftsgestaltung, die so ein bisschen ins Visionäre geht und die sicher nicht in 4 Jahren erfüllt werden kann, sondern die eine Programmatik ist des Umsteuerns. Und wir sind doch in der Situation, wo wir uns Gedanken machen müssen, dass es so nicht weitergeht. Also wenn uns diese Pandemie doch nochmal irgendwas gezeigt hat, ist, dass es so nicht weitergeht. Es gibt auch kein Zurück. Es gibt weder ein Zurück in den USA, Biden wird nicht zurückgehen zu Obama, sondern er wird sich eigenständig positionieren müssen und für uns doch auch nicht. So, und wie ist denn diese sozial-ökologische Transformation, die ja so viel geredet wird, machbar? Und die geht doch nicht ohne Frieden. Von daher rede ich niemals von sozial-ökologischer Transformation, sondern sage immer sozial-ökologische Friedenstransformation. Weil ohne Frieden wird es weder eine soziale noch eine ökologische Transformation geben und es wird auch keinen Frieden ohne diese Transformation geben. Das ist im besten Sinne Dialektik. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen. Und also Ihre Ausgangsphrase heißt, in dieser Richtung würde ich dann gerne denken. Und das hat dann ganz viel Praktisches. Brauchen wir nicht wieder eine sozial-ökologische Transformationsdebatte in diesem Land? Ist das nicht eine Aufgabe auch für die evangelischen Kirchen, sowas mit zu organisieren? Wie kann sowas eine Rolle im Bundestagswahlkampf spielen? Und eben nicht nur darüber zu diskutieren, wer 3 Cent mehr kriegt. Und das, finde ich, sind Ausgaben, die einem visionären Anspruch für Zukunftsgestaltung gerecht werden. Was Sie beschreiben, das ist in der Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland im Jahr 2007 in eine wunderbare Formel gefasst worden, nämlich in dieser Friedensdenkschrift heißt es, es muss eine kohärente Friedenspolitik unter dem Primat des Zivilen geben. Unter dem Primat des Zivilen. Das hat mir damals sehr eingeleuchtet, dass das beschlossen wurde. Ich vermute, Sie werden auch dem zustimmen können, was Herr Brahms vorhin sagte, dass er sagt, 2% für ja, Entwicklungs- und Friedensarbeit, das wäre doch mal eine Zahl, mit der man was anfangen könnte. Also die Richtung. Also absolut. Ich würde doch mal mit einem anderen Argument untermauern. Müssen wir nicht eigentlich mal dazu kommen, zu evaluieren, was die ganzen Kriege seit 2001 real gebracht haben? Wäre es nicht mal eine Aufgabe, einen Evaluationsausschuss des Deutschen Bundestages einzurichten, der mal evaluiert? Was hat denn Afghanistan, in dem wir seit fast 20 Jahren sind, was hat das wem gebracht? Mal ganz ehrlich aufarbeiten. Hat es den Frauen wirklich was gebracht? Hat es den Frieden näher gebracht? Hat es die Menschen zusammengebracht? Hat es die Bauern reicher gemacht? Hat es irgendwas aufgebaut? Und Irak, was ist aus dem Irak geworden? Wir haben einen Diktator, der ist erschossen worden und umgebracht und das Land ist völlig zerrüttet. Strom gibt es nicht mehr, Wasser gibt es nicht mehr, Öl wird in viel zu minimalem Maße produziert, weil man es überhaupt verantworten kann. Und müssen wir das nicht mal evaluieren? Und wenn wir jetzt immer so über Verantwortung und Militär reden, gehört als mindestens nicht mehr dazu, dass wir die 13 Einsätze, die wir zurzeit machen, einfach mal ernsthaft evaluieren. Und zwar nicht, indem 3 Generäle zusammensetzen,
sondern indem die gesellschaftlichen Gruppierungen, und dazu gehört natürlich ganz zentral auch die Kirche, mal alle an einem Tisch sitzen und aufarbeiten, was es heißt. Und ich glaube, dann kommen wir sofort dazu, dass wir den Verantwortungsbegriff ganz anders definieren. Dann ist nämlich der Hintergrund des Verantwortungsbegriffes die UN-Charta und nicht mehr die Bush'sche Kriegsführungsstrategie von 2001. Und wenn wir dahin kämen, wären wir meiner Ansicht nach jetzt losgelöst, wie diese neue Bundesregierung nach 21 aussieht. Einen riesigen Schritt weiter. Von daher plädiere ich dafür, und ich sage das immer allen, mit wem ich auch immer rede, Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung, Ernsthaftigkeit des Verantwortungsbegriffs heißt doch auch mal Rechenschaft ablegen über das, was wir die letzten 20 Jahre im Frageverhältnis zu Krieg und Frieden gemacht haben. Und dann möchte ich gerne mal das Ergebnis sehen. Und wenn es kein Ergebnis gibt, dann gibt es wenigstens mal eine Zusammentragung von ganz vielen Fakten und Argumenten, was ja vielleicht für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande durchaus erhellend ist, mal zu sehen, wer was wie auswertet. Interessant, dass die Bundeswehr in den letzten Wochen einen ganz unentbehrlichen Dienst für unser Land leistet, nämlich in der Corona-Pandemie einzuspringen und die Gesundheitsämter zu unterstützen. Ich muss sagen, das ist eine sehr sinnvolle Aufgabe. Und ich bin den Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten sehr dankbar, dass sie das machen. Sie sind auch bei Hochwassergefahr schon eingeschritten. Und man sieht, das sind ja auch so Elemente von Konversion, wofür so eine Bundeswehr sich nützlich machen kann. Jetzt gehe ich noch mal zurück zum Friedensbeauftragten, zu Renke Brahms. Stichwort Evaluation. Auch dieses Stichwort gab es doch, lieber Herr Brahms, schon in der Friedensdenkschrift von 2007. Erinnern Sie sich, und wie würden Sie das aufgreifen? Und wenn so eine Evaluation jetzt der letzten 20 Jahre so Ihre Aufgabe wäre, wie könnten Sie das umreißen? Was würde dabei möglicherweise das Ergebnis sein? Ja, erstmal, Sie haben recht, das ist ja auch immer nicht nur die Grundforderung der Denkschrift gewesen, sondern wir haben es auch immer wieder eingefordert in den Diskussionen. Ich würde mal sagen, also es gibt, wir haben immer gesagt, auch gefordert, dass es eine unabhängige Evaluation zum Beispiel des Afghanistan-Einsatz geben sollte und auch der anderen Einsätze. Ich glaube inzwischen übrigens, dass es gar keiner großen Evaluation mehr bedürfte, weil es viele Menschen gibt, und nicht zuletzt in der Bundeswehr, die sehr realistisch auf diese Einsätze gucken und die sagen, die sehr kritisch auch darauf gucken und sagen, was haben wir eigentlich wirklich erreicht und was haben wir Soldatinnen und Soldaten an dieser Stelle auch zugemutet. Nur leider wird das oft eher hinter vorgehaltener Hand gemacht. Ich glaube aber, dass es sozusagen an dieser Stelle durchaus eine kritische Betrachtung dieser Dinge gibt. Wenn man sich andere Einsätze anguckt, die nach Afghanistan gelaufen sind, dann hat sich das ja auch niedergeschlagen. Das große Ziel, mit dem man nach Afghanistan reingegangen ist, nach dem Motto, wir sorgen da kurzerhand für Frieden, dann bauen wir einen demokratischen Staat nach europäischem oder westlichem Muster auf, das hat sich ja alles als Illusion erwiesen. Und da würden heute viele sagen, das ist vollkommen illusorisch gewesen, wie wir da reingegangen sind. Aber in der Tat, es wäre gut, wir würden auch mit unabhängiger Expertise aus der Friedensforschung und aus anderen da nochmal gemeinsam drauf gucken. Ich glaube eher, dass es dazu dienen würde, eine öffentliche Debatte dazu zu führen, als dass es zu irgendwelchen neuen Erkenntnissen käme, weil ich glaube, die liegen eher auf der Hand. Ich würde gerne noch mal an einem Stichwort anknüpfen, was vorhin gefallen ist, nämlich dieses Stichwort der Kohärenz. Frau Reichert, Sie haben das ja gesagt und Herr Braun, Sie haben es aufgenommen. Ich glaube, an dieser Stelle, also wenn Sie mich jetzt noch mal fragen würden, was würden Sie tun, wenn Sie in politischer Verantwortung wären? Ich würde erst mal sagen, nehmt eure eigenen Leitsätze ernst. Wir haben einen ganz wunderbaren Aktionsplan Zivile Krisenprävention 2004 gehabt. Wir haben Leitlinien des BMZ, in denen ganz klar etwas vom Vorrang der gewaltfreien und der zivilen Instrumente steht. Wenn man auf die Seite des zivilen
Friedensdienstes guckt, dann sagt die Bundesregierung, das ist sozusagen unser Vorzeigeprojekt. Wir sind damit weltweit einmalig und wir stehen zu diesen Instrumenten. Also ich würde immer sagen, nehmt eure eigene Politik und eure eigenen politischen Ziele ernster an dieser Stelle. Das wäre eigentlich erstmal schon ein wunderbarer Hintergrund, um Politik voranzutreiben. Und was ich nochmal wichtig finde, ist bei allen Diskussionen, die wir im Moment führen, auch was gerade nochmal diese Frage Wandel durch Annäherung angeht, wer die Frage, auch das haben wir, Herr Pausch, ja in der Denkschrift irgendwie sehr prominent schon formuliert, nicht nur auf die NATO zu setzen, sondern auf solche Zusammenhänge wie die OSZE zu setzen. Also dort, wo die Staaten schon gemeinsam unterwegs sind, wo sie einen Prozess hinter sich haben, dort anzuknüpfen und nochmal zu gucken, wie wäre denn da an dieser Stelle mit den schwierigen Partnerinnen und Partnern, das ist wohl so, natürlich auch inklusive Russland und ein Russland mit Völkerrechtsbruch auf der Krim, wie ist denn dort sozusagen über diese Instrumente nochmal eine Annäherung möglich? Also nicht immer gleich auf die NATO sozusagen zu gehen, sondern auf diese Instrumente, die ja zur Entspannungspolitik und zum Frieden viel beigetragen haben. Wie könnten wir eigentlich diese Instrumente nochmal stärken und diese Instrumente auch nutzen? In der Tat, die Körbe, die 1975 von der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gefüllt wurden, die müssten wir wieder aufstellen und mit neuen Impulsen füllen. Ich danke Ihnen allen drei, meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, für diese anregende Diskussion. Das Ende bleibt offen, denn die Zukunft ist offen. Das ist auch gut so. Es gibt Möglichkeiten, die Gegenwart und Zukunft zu gestalten. Und die Impulse, die hier eingebracht wurden, die halte ich für sehr nachdenkenswert und dann auch wertvoll, dass man sie umsetzt. Ich frage mal bei meinen Technikern nach und gucke hier im Saal, da ist ja auch jemand präsent, ob es eine Frage gibt, ob es vielleicht im Chat jemanden gab, der etwas einbringen möchte, dann würde ich das gern noch aufrufen. Oder ob hier im Saal eine Wortmeldung ist, da ist keine, aber vielleicht im Chat etwas, auch nicht eingegangen, hätte ja sein können. Wenn dem so ist, dann würde ich die Diskussion jetzt abschließen und Heike Hofmann, die Landtagsvizepräsidentin des Hessischen Landtags, wird das Schlusswort sprechen. Ja, lieber Eberhard Pausch, meine Damen und Herren, ich möchte mich auch ganz recht herzlich bei unseren Diskussionsteilnehmern, dem Herrn Braun, dem Herrn Brahms und der Frau Reichert, liebe Hanna, recht herzlich bedanken. Ich glaube und ich denke, dass wir eine Fülle von Impulsen, von Anregungen, von Informationen zum Thema Friedenspolitik aus dem heutigen Abend mitnehmen. Ich möchte nur noch ein paar kurze Schlagworte hier nochmal aufgreifen, die an dem heutigen Abend gefallen sind. Sie, Herr Braun, haben gesagt, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte über eine neue Friedenspolitik. Aufrüstung ist kein Naturgesetz. Im Gegenteil, Sie haben ganz konkrete Vorstellungen und Vorschläge gemacht, wie man eine neue Friedenspolitik einleiten kann, was man dafür braucht, etwa um 10% entsprechende Ausgaben zu reduzieren. Kriege, in denen auch Deutschland sozusagen oder wo militärisch auch die Bundesrepublik Deutschland involviert ist, zu evaluieren, zu gucken, was ist geschehen. Frau Reichert, liebe Hanna, du aus der Jugendlichen, aus der Juso-Sicht ganz klar gesagt hast, dass ihr immer einen auch anderen Ansatz habt von Friedenspolitik, der umfassend ist, der die Nachhaltigkeit, der den Umweltgesichtspunkt mit einbezieht und die ganz klar sagt, dass hier auch sozusagen eine neue Friedensarbeit implementiert werden muss, die dauerhaft finanziert wird und nicht nur projektbezogen. Und Herr Brahms, die ja auch aus der kirchlichen Perspektive deutlich gemacht hat, was die
evangelische, die anderen, auch die katholische Kirche, die Kirchen insgesamt in einer langen Tradition schon an Friedensarbeit leisten seit dem Zweiten Weltkrieg und da auch davon gesprochen hat, dass eine neue Friedenspolitik die Ursachen für Kriege bekämpft, die Nachhaltigkeit, die Folgen des Klimawandels, die Bekämpfung der Pandemie, die Mediation und die sachliche Berichterstattung in den Vordergrund rückt und der auch die Bedeutung der Friedensdienste und auch anderer Instrumente, alle anderer Organisationen, wie zum Beispiel der OECD, in den Blick genommen hat. Vieles, vieles mehr ist heute Abend als Stichwort gefallen. Ich denke, wir nehmen viel mit für die weitere Diskussion. Und lieber Eberhard, du hast so etwas mit einem Unterton vielleicht so leicht kritisch gesagt, auch nach dem heutigen Abend. Das Ende ist offen. Aber ich will anschließen an den Autor Volkmar Hagmatt, der gesagt hat, Frieden ist machbar. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend und viele weitere Impulse für eine neue Friedenspolitik. Lassen Sie uns auch persönlich damit beginnen, Frieden zu stiften. In diesem Sinne alles Gute.